Ja, da sitze ich nun und weiß gar nicht, wie ich beginnen soll mit dieser unglaublichen Geschichte. Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist Wulf. Ich arbeitete in einem kleinen Theater in der Provinz. Als ich gerade abschließen wollte, es regnete, stolperte mir eine junge Frau entgegen. In ihrer Schulter steckte ein Armbrustpfeil, der, wie ich später erfuhr, vergiftet war. Ich rettete ihr Leben, indem ich sie von meinem Blut trinken ließ. Denn Lucy, so war ihr Name, war ein Vampir und wurde gejagt. Ein paar Tage später, bei einem Angriff auf mich, wurde ich schwer verletzt und war dem Tode nahe. Lucy rettete mich, indem sie mich biss. Ich erwachte 2 Tage später in einer mir völlig fremden Welt. In dieser Welt war ich anders als die anderen, die vor mir kamen, denn nun war ich zur Hälfte ein Vampir. In diesem neuen Land gab es Drachen. Kami, ein Drachenmädchen, erkannte wohl das Besondere in mir und wir freundeten uns an. Ich wurde zum Drachenreiter. Kami erlaubte mir, dass ich sie hören konnte. Ich fand Lucy wieder, die in diesem Land, welches Kalvinien hieß, eine Prinzessin war. Kami und ich standen im Dienste des Königs und so erlebten wir heilige Abenteuer. Langsam stieg ich in der Gunst des Königs auf und durfte einen 2. Namen tragen. Dieser lautete nun Wulf Drachenfreund. Unser Land wurde mehr und mehr von Überfällen geplagt. Es kam zum Krieg. In einem Hinterhalt wurde Kami so schwer verletzt, dass sie wenige Tage danach starb. An einem kalten Wintermorgen geschah das Unbegreifliche, das unabwendbare Ende. Ich wurde in meine alte Welt zurückgeschleudert. In den Ruinen des Theaters traf ich auf Lucy. An dieser Stelle werde ich euch die Geschichte nicht ganz erzählen, nur so viel.